AstroSam übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung von Squadron 42 und Star Citizen. Heute lese ich euch den Comlink von dieser Woche vor, wo es um Triebwerkseffizienzkurven, Aerodynamik und Jerk, also ruckartige Bewegungen, geht. All das kommt mit Alpha 3.10, signifikante Änderungen des Flugmodells, der Flugperformance, ganz wichtiges Thema, in dem es aber auch um das Gameplay, um die Spielerfahrung mit Türmen und generell der Kampfspielerfahrung geht. Und in dem Zusammenhang wird das Wort Netzwerkjitter erwähnt und dazu gibt es einen Exkurs. Es gibt einen Blick in die Zukunft im Rahmen dieses Comlinks, was nach Alpha 3.10 noch auf uns wartet, welche weiteren Verbesserungen noch kommen werden, entwickelt werden. Und natürlich schauen wir uns das Inside Star Citizen vom gestrigen Donnerstag an, in dem es um die überarbeiteten Vanduul-Schiffe geht und wir einen Sprint-Report erhalten. Mit Star Citizen Alpha 3.10 führen wir zur Verbesserung der allgemeinen Flug- und Kampferfahrung zahlreiche Änderungen ein. Wie bereits im Inside Star Citizen im Februar erwähnt, haben wir ein Vehicle Experience Team, ein Fahrzeug-Erfahrungsteam, zusammengestellt, um die Flug- und Kampfmechanik zu überarbeiten und viele Quality-of-Life-Verbesserungen einzuführen, um das Erlebnis noch intensiver und aufregender zu gestalten. In diesem Comlink erklären wir, was euch in unserem kommenden Patch erwartet, der sich derzeit in den Händen unserer Evocati-Testgruppe befindet und bald auf unserem öffentlichen Testserver, dem PTU, einer breiteren Spielerschaft zur Verfügung stehen wird. Triebwerkseffizienzkurven, Aerodynamik und Jerk, ruckartige Bewegungen. Was wird sich mit Alpha 3.10 ändern? Wir haben signifikante Aktualisierungen der Flugperformance für alle Schiffe vorgenommen, wobei die Effizienzkurven der Triebwerke die Funktionsweise drastisch verändert haben. In der Atmosphäre verlieren die Triebwerke jetzt an Effizienz und werden wesentlich schwächer. Dies hängt bis zu einem gewissen Grad vom Schiff und dem Triebwerkstyp ab, aber Schiffe im Allgemeinen werden in der Atmosphäre wesentlich schwächere Triebwerke haben und sich anders verhalten. Schiffe haben jetzt auch individuell simulierte aerodynamische Oberflächen, die verschiedene kleine Kräfte erzeugen und so die Bewegung des Schiffes beeinflussen. Jede Kraft ist dynamisch und sozusagen maßgeschneidert, sodass wir Flügel verschiedener Art ebenso simulieren können wie flache Platten und Auftriebskörperkräfte. Schiffe mit Tragflächen sind nun in der Lage, den Strömungsabriss zu beenden, flache Kurven zu fliegen, in engen Kurven an Geschwindigkeit zu verlieren und von verschiedenen aerodynamischen Merkmalen zu profitieren. Die aerodynamische Interaktion mit Wind ist jetzt detaillierter und man kann davon ausgehen, dass der Wind die Schiffe auf komplexere Weise schiebt und zieht. Zerbrechliche Teile beeinträchtigen jetzt die Aerodynamik, sodass ein Schiff mit einem gebrochenen Flügel nicht mehr geradeaus fliegen kann. Wir haben auch die Komplexität des Antriebssystems für Schiffe erhöht. Beschädigungen, Abschalten oder der Verlust eines Triebwerks bringen das Schiff jetzt aus dem Gleichgewicht. Ihr werdet unerwünschte Rotationen und Instabilitäten in der Steuerung des Schiffs erleben, bis der Schaden am Schiff behoben worden ist. Jerk! Wie gesagt, übersetzt ruckartige Bewegungen, beinhaltet eine zentrale Veränderung in der Art und Weise, wie sich Schiffe bewegen, sowohl im Raum als auch in der Atmosphäre, und ist ein Maß dafür, wie schnell sich die Beschleunigung eines Schiffes ändert. Bisher war dieser Wert unendlich. Jetzt ist er endlich, was bedeutet, dass Triebwerke nicht sofort auf Veränderungen der Beschleunigung reagieren. Schiffe werden sich nun gewichtiger anfühlen mit einem entsprechenden Grad an Manövrierfähigkeit. Wie wird sich dies auf das Spielerlebnis auswirken? Durch die drastische Reduzierung der Triebwerkseffizienz in der Atmosphäre werdet ihr einen dramatischen Unterschied zwischen dem Fliegen und Kämpfen auf planetaren Körpern mit Atmosphäre im Vergleich zu Kämpfen im Weltraum erleben. Da die aerodynamischen Kräfte in Alpha 3.10 stärker sind, wird der Flug viel weniger durch die Triebwerke eines Schiffs als vielmehr durch seine Aerodynamik bestimmt.
Dies wird den Unterschied zwischen Weltraum- und Atmosphärenflug wirklich vergrößern und Star Citizen mehr Tiefe und Vielfalt verleihen. Erwartet, dass sich jedes Schiff anders verhält und seinen eigenen Charakter erhält. Beispielsweise hat jedes Schiff seine eigene aerodynamische Stabilität, sodass sich die Gladius im Vergleich zur Hawk, die sich schneller drehen kann, aber viel schwerer zu steuern ist, stabiler anfühlt. Die meisten Schiffe sind stabil, wenn sie vorwärts fliegen, obwohl das Beschießen in der Atmosphäre verschiedene Instabilitäten verursacht. Das neue aerodynamische System unterstützt auch die Animation von Flügeln und Teilen, was uns bisher nicht möglich war. Schiffe wie die Reliant, Hawk und andere, die bewegliche Flügel haben, werden ein völlig anderes aerodynamisches Gefühl haben, nachdem ihre dynamischen Schiffsteile animiert wurden. Ein Ziel dabei ist es, einen engagierten Luft- bzw. Raumkampf zu ermöglichen. Da wir die Kampfeffizienz eines Schiffs bei hoher Geschwindigkeit reduzieren, fördern wir somit Kampfeinsätze mit geringeren Geschwindigkeiten, wodurch ihr mehr Zeit haben werdet, ein Flugmanöver zu starten oder Kontermanöver auszuführen. Wie geht es weiter? Unser Ziel ist es, die Vehicle Experience, die Fahrzeugspielerfahrung, weiter zu verbessern. Die Unterstützung animierter aerodynamischer Flächen ebnet auch den Weg für funktionierende Steuerflächen, die in einem zukünftigen Patch erscheinen werden. Alpha 3.10 bringt die allerersten Änderungen und schafft damit Voraussetzungen für kommende Veröffentlichungen und weitere Verbesserungen des gesamten Flugerlebnisses. Wir werden auch den Unterschied zwischen Manövertriebwerken und Hauptmaschinen weiter verfeinern. Das Konzept besteht darin, dass Manövertriebwerke für schnelle Impulse mit hohem Schub für Richtungsänderungen gebaut werden, während die Haupt- und VTOL-Triebwerke für anhaltenden Schub gebaut sind. Das heißt, wenn Manövertriebwerke für einen anhaltenden Schub verwendet werden, zum Beispiel wenn ihr längere Zeit in der Schwerkraft schwebt, dann führt das zu einer geringeren Schubleistung und könnte bei zu langer Verwendung zu Überhitzen oder Fehlzündungen führen. Dies wird eine weitere Differenzierung zwischen Schiffen in Bezug auf Raum und Atmosphäre ermöglichen, also Weltraum und Atmosphäre. Aerodynamische Schiffe wie die Gladius werden besser geeignet sein, in der Atmosphäre zu fliegen, da der von ihren Flügeln erzeugte Auftrieb die Notwendigkeit eines Manövertriebwerks aufhebt, um sie in der Luft zu halten. Aber wenn ein Pilot eine Gladius wie einen Kampfhubschrauber behandeln möchte, könnte er dies nur für eine begrenzte Zeit tun, bevor er die Triebwerke überlasten würde, während eine Valkyrie mit ihren vier großen VTOL-Triebwerken kein Problem hätte. Sobald wir mit der Funktionsweise von Atmosphärenflug, Triebwerkseffizienz und Jerk zufrieden sind, werden wir uns auch mit den G-Kräften befassen, die auf den Piloten einwirken, um das Gefühl von Nervenkitzel und Geschwindigkeit zu steigern. Dann könnt ihr versuchen, euer Schiff bis an seine physikalischen Grenzen zu bringen, während ihr unter Beschuss geratet oder Angriffe ausmanövrieren, ohne bewusstlos zu werden. Vorerst solltet ihr euch mit der neuen Mechanik vertraut machen und sie ausgiebig testen. Wir werden uns dann euer Feedback genau ansehen und die eingehenden Vorschläge für weitere Iterationen des neuen Schiffsverhaltens berücksichtigen. Taktik ohne Strategie gleich Niederlage. Turm, Verbesserungen an der Kanonier, an der Gunnery-Spielmechanik, Zielmethodik und Hochgeschwindigkeitskampf. Was wird sich mit Alpha 3.10 ändern? Feste Waffen und Geschütztürme, sowohl bemannt als auch ferngesteuert, haben jetzt ein festes Assistenzsystem. Dieses feste Assistenzsystem belohnt nach wie vor die präzise Ziel- und Flächenzielerfassung, nutzt aber auch die Waffenkonvergenz, um Geschosse in Richtung des Ziels zu schießen und Spielern bei der Nutzung fixierter Waffen zu helfen. Auch den voraussichtlichen Trefferpunkt, den PIP, den Predicted Impact Point, haben wir überarbeitet. Der PIP wird nun rein auf Geschwindigkeit aktualisiert, was uns eine wesentlich stabilere Schussauflösung ermöglicht und die Auswirkungen von Netzwerkjitters und übermäßigem Juke-Verhalten verringert. Was sind Netzwerkjitters?
Einer der Fallstricke bei Unified Communications, Echtzeitanwendungen, Medienstreaming oder Online-Spielen ist der Netzwerk-Jitter. Jitter ist ein anderes Wort für Inkonsistenz. Es bezieht sich auf die Schwankung der Latenzzeit der durch das Netzwerk fließenden Pakete und kann man ins Deutsche etwa als Taktzittern übersetzen. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Varianz der Verzögerung zwischen den über das Netzwerk gesendeten Datenpaketen. Netzwerkjitter tritt aufgrund von Netzwerküberlastung, Interferenzen, Routenänderungen etc. auf. Jitter ist eine Verzögerungsvariante, die den Datenempfänger dadurch stresst, indem der versucht, die richtige Abfolge von Datenpaketen herauszufinden. Dieser negative Aspekt führt zu Überlastung und Verlust von Datenpaketen. Es gibt kein Netzwerk, das frei von Jitter ist, das vorab. In einer perfekten Welt sollte der Jitter gleich null sein. In einem Netzwerk ohne Jitter würde jedes einzelne Paket in der idealen Reihenfolge und mit immer derselben Verzögerung ankommen. Zum Beispiel jedes Paket in 10 Millisekunden. Nehmen wir an, dass Server X Pakete ohne Jitter an Computer Y schickt. Diese Pakete werden in gleichen Intervallen übertragen und der empfangende Computer kann sie nahtlos verarbeiten. In einem Netzwerk, das von Jitter betroffen ist, sind diese Intervalle inkonsistent. Die Gesamtlaufzeit jedes Pakets wäre gestört. Beispielsweise könnte das erste Paket mit einer Verzögerung von 20 Millisekunden ankommen, das zweite mit einer Verzögerung von 60 Millisekunden, das dritte mit einer Verzögerung von 10 Millisekunden und so weiter. Der Netzwerk-Jitter bezieht sich auf diese Latenzschwankung. Dieses Taktzittern führt durch den erhöhten Rechenaufwand des Empfängercomputers beispielsweise zu Knacken oder Rauschen in Audiosignalen oder zum Flackern der Bildschirmdarstellung. Je höher die Übertragungsfrequenz übrigens ist, also je höher der FPS-Wert, desto stärker wirkt sich das Taktzittern auf die Übertragungsqualität aus, weil mehr Daten sortiert werden müssen, mehr Datenpakete. Was kann man tun, um dieses Jittern zu reduzieren? Um die Auswirkungen dieses Taktzitterns möglichst gering zu halten, kommt der sogenannte Jitter-Buffer, der Jitter-Puffer, zum Einsatz. Er speichert den eingehenden Datenverkehr zwischen und gibt die einzelnen Datenpakete ohne bzw. mit minimalen Laufzeitschwankungen wieder aus. Je größer der Jitter-Buffer, desto größere Jitter-Werte lassen sich ausgleichen, aber desto größer wird auch die Gesamtverzögerung der übertragenen Datenpakete. Aus diesem Grund gilt es bei der Dimensionierung des Jitter-Buffers, einen für die jeweilige Anwendung optimalen Kompromiss zwischen Größe und Verzögerung zu finden. Und daran arbeitet CIG auch, damit der PIP eben auch möglichst zuverlässig arbeitet. So schreiben Sie weiter: Darüber hinaus möchten wir, dass ihr in der Lage seid, auf sich schnell verändernde Kampfsituationen zu reagieren und das Turmverhalten entsprechend anzupassen. Daher implementieren wir neue Optionen wie Steuerungen im Stil virtueller Joystick-Auslenkungen, in Klammern VJoy, Turm-ESP, veränderbare Geschwindigkeitsbegrenzer für den Geschützturm und die Möglichkeit, den Geschützturm automatisch neu zu zentrieren, mit neuen Standardtastenbelegungen für einfachere Steuerung. Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, als Turmschütze die Orientierung zu behalten, wenn man sich mit dem Turm bewegt, während der Pilot des Schiffs wilde Manöver durchführt. Deshalb haben wir die erste Iteration der mit Building Blocks erstellten Turmbedienoberfläche implementiert. Diese noch in Arbeit befindliche UI, Benutzeroberfläche, zeigt bereits spezifische Statuskennzeichnungen, sodass es keine Unklarheit mehr darüber gibt, was der Turm tut, einschließlich VJoy-Modus, Turmdrehung, Gimbalbegrenzungen und Zielqualität. Für Alpha 3.10 haben wir auch am Zielcomputer gearbeitet und überarbeitet, wie man mit einem Feind unter Beschuss umgeht. Durch das Anschauen eines Ziels unter Verwendung von Freelook oder einer beliebigen Form des Head-Tracking liefert das Zielsystem grundlegende Informationen über das Schiff des Gegners.
Nur wenn dieses Schiff manuell aufgeschaltet wird, beginnt der Zielcomputer damit, Ressourcen für das Tracken des gegnerischen Fahrzeugs oder Raumschiffs zu verwenden und die Zielhilfe und Raketenerfassung zu aktivieren. Aber Vorsicht! Euer Gegner wird eine Benachrichtigung erhalten, dass er als Ziel erfasst wurde, und sein Schiffscomputer wird ihm im Gegenzug die Möglichkeit anbieten, euch selbst als Ziel zu erfassen. Zusätzlich zur Zielerfassung könnt ihr bis zu 3 weitere Ziele festlegen, sodass ihr die Zielerfassung schnell zwischen diesen festgelegten Schiffen umschalten könnt. Wichtig: Diese sogenannten Pins werden innerhalb eines Schiffes geteilt, sodass es zur Koordination zwischen den Geschütztürmen verwendet werden kann. In Zukunft wird die Anzahl der Ziele, die euer Schiff verfolgen kann, vom Zielcomputer abhängen. Kampfschiffe werden in der Lage sein, mehrere Ziele anzuvisieren, aber ein einfaches Starterschiff kann möglicherweise nur eines verfolgen, bis ihr es mit einer leistungsfähigeren oder leistungsstärkeren Zielcomputereinheit aufrüstet. Schließlich haben wir uns den Hochgeschwindigkeitskampf angesehen, da wir das Gefühl hatten, dass der Luftkampf allzu oft in den Kampf gegen sich schnell bewegende Pixel überging, die an einem regelrecht vorbeizoomen. Der Kampf verlor das viszerale Dogfighting-Gefühl, das Star Citizen versprach. Die Idee mit den Änderungen ist es, den Spielern Anreize für Geschwindigkeiten unterhalb von SCM zu geben, in Form von erhöhter Genauigkeit und höherer Verfügbarkeit von Energie für Dinge wie Waffen und Schilde. Oberhalb dieser SCM-Schwelle muss das Schiff mehr Energie auf die Triebwerke umleiten und es ist schwieriger für den Zielcomputer, eine Zielberechnung schnell aufzulösen und damit auch schwieriger für euch zu treffen. Dies entspricht dem wirklichen Leben, da es viel schwieriger ist, genaue Treffer zu landen, wenn man sich schnell bewegt. In dieser ersten Iteration wurden einige der Optionen, die die Spieler bei maximaler Geschwindigkeit haben werden, eingeschränkt. Wenn ihr über SCM-Geschwindigkeiten fliegt, verringert sich die Anstiegszeit der Waffen und die Zeit, die für die Zielerfassung der Raketen benötigt wird, erhöht sich. Was wollen wir mit diesen Veränderungen erreichen? Wir wollen, dass Türme für die Spieler eine sinnvolle Wahl sind. Nicht in den Pilotensitz zu klettern, sondern anstattdessen einen Geschützturm zu bemannen, sollte die Spieler belohnen, indem sie dem Kampf ernsthafte Schlagkraft verleihen. Feindliche Piloten sollten nervös werden, wenn man einen Geschützturm auf sie richtet, denn die sind präzise und tödlich. Damit bieten wir euch substanziellere Optionen während des Schiffskampfs und sehen dies als einen wesentlichen Schritt hin zu einer vollständigen Kampferfahrung mit Multicrew-Schiffen. Die neue Zielauswahl erleichtert den eigentlichen Zielauswahlprozess und sorgt dafür, dass er in großen Raumschlachten besser funktioniert. Es ist auch der erste Schritt zum Pinnen und Senden von Zieldaten an eure Freunde. Der Blick in die Zukunft. Der Weltraumkampf ist ein Thema, das zu komplex ist, um mit einem einzigen Patch-Release angegangen zu werden. Alpha 3.10 ist zwar ein solider Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision, aber es steht nicht für den endgültigen Zustand, wie wir uns den Weltraumkampf in Star Citizen vorstellen. Die Pläne sehen die Hinzufügung von Waffen und Triebwerkskondensatoren vor, sodass ihr sorgfältig auswählen müsst, wann ihr euch auf einen Kampf einlasst und eure Geschütze einsetzt oder versucht, mit Hilfe von Boost dem Kampf zu entkommen. Das Konzept der Triebwerkskondensatoren knüpft direkt an die oben diskutierte Idee von hohem Impuls gegen anhaltenden Schub an. Wir wollen, dass sich die Piloten zu ihren Entscheidungen und Handlungen in einer Kampfsituation bekennen, damit sie sinnvolle Konsequenzen für den Ausgang des Kampfes haben. Wir werden die Strafen für Kampfeinsätze oberhalb der SCM-Geschwindigkeit noch etwas nuancieren, zum Beispiel durch erhöhten Energieverbrauch und Schilde, die sich langsamer aufladen. Wir werden auch die Radar- und Scansysteme überprüfen, die es kleineren Schiffen ermöglichen, sich in den Signaturen größerer Schiffe zu verstecken, indem wir die Art und Weise ändern, wie Signaturen erzeugt und entdeckt werden. Die Signatur eures Schiffes ist nicht nur ein Schlüsselfaktor dafür, dass es von einem Scan erfasst oder auf dem Radar gesehen wird, sondern sie beeinflusst auch, wie andere Waffen euch tracken können. Wenn ihr volle Leistung auf Triebwerke oder Schilde gebt, werden die Komponenten heiß laufen
und ihr seid viel leichter aufzuspüren und zu verfolgen. Je stärker eure Signatur, desto leichter wird es für eine Rakete oder Autogimbals sein, euch zu erfassen. Letztlich wollen wir nicht, dass sich der Weltraumkampf wie ein FPS im Weltraum oder ein DPS-Rennen anfühlt, sondern wir wollen Piloten belohnen, die taktische Manöver anwenden und sorgfältig die individuellen Stärken und Schwächen ihres eigenen und des gegnerischen Schiffes ausspielen. Im Stealth-Modus kann man nicht leicht entdeckt werden und selbst wenn man vom Radar erfasst wird, dauert es länger, bis der Angreifer das Ziel auflösen kann, da die Signatur niedrig ist. Aber wenn ihr getroffen werdet, werdet ihr in Schwierigkeiten geraten. Es sollte nicht ein einziges, allmächtiges Schiff oder einen einzigen Spielstil geben. Die Idee ist es, Strategien und Gegenstrategien für verschiedene Schiffe und Spielstile zu haben. Daher wird es in Zukunft viele Veränderungen bei den Waffensystemen, der Schiffsbalance und der Kampf-UI geben. Dabei geht es nicht nur um die primären Kampfsysteme, sondern auch um Möglichkeiten, effektiver mit euren Co-Piloten, Bordschützen und Flügelmännern zu kommunizieren und somit eure taktischen Optionen im Multicrew- und Flottenspiel zu verbessern. Alpha 3.10 ist der erste Schritt in Richtung unserer Vision und wir werden in den kommenden Patch-Veröffentlichungen noch viele weitere Verbesserungen und Änderungen an der aktuellen Flug- und Kampferfahrung vornehmen. Von der Nutzung des Physiksystems zur Berechnung des Waffenschadens auf der Grundlage von Eigenschaften und Geschwindigkeit anstelle eines einfachen Hitpoint-Ansatzes bis hin zu einem aufregenden Gameplay mit mehreren Besatzungen, das Dinge wie das Löschen von Feuern oder die Umleitung von Energieknoten beinhaltet, um euer Schiff am Laufen zu halten. Die bevorstehenden Änderungen werden Raumschlachten in Star Citizen zu einem einzigartigen und spannenden Erlebnis machen. Unser nächstes Update, Alpha 3.10, wird voraussichtlich im Juli erscheinen. Ihr könnt auf unserer wöchentlichen aktualisierten Roadmap sehen, was für die Zukunft von Star Citizen geplant ist. Am Donnerstag der nächsten Woche wird es eine flugbezogene Episode von Inside Star Citizen geben, in der das Fahrzeug-Erfahrungsteam, das Vehicle Experience Team, weitere Informationen über die Verbesserungen im Flug und Kampf, die mit dem nächsten Patch kommen werden, vorstellen wird. Und das war's mit diesem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Comlink-Eintrag und weiter geht's in das Inside Star Citizen vom gestrigen Donnerstag. Von allen Herstellern und Schiffen sind die der Vanduul wirklich materialgetrieben. Seit dem Beginn der Entwicklung von Star Citizen haben sich Design und Layout der Rasse der Vanduul und ihrer Schiffe einige Male geändert. Am Ende ist man nun der Ansicht, etwas wirklich Gutes und Interessantes entwickelt zu haben. Ergeben hat sich das im Rahmen der Designarbeiten des Interieurs des Kingships, des Königsschiffs der Vanduul. Man beschloss, dass dies die Ausgangsbasis für den Stil und das Aussehen für den Rest der Vanduul-Flotte sein sollte. Im Rahmen des Aufbaus der dafür notwendigen Materialbibliothek begann man, sich verschiedene Typen von Oberflächen und generell großflächigen Texturen anzuschauen. Um die Materialien im Zusammenspiel zu testen, wurde ein Testraum entwickelt, um sich diese Texturen unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen anschauen zu können. Weiterhin legte man die Texturen auf einfache Geometrien wie Zylinder und Kugeln, um sich das Parallax Occlusion Mapping anzuschauen und damit einhergehend, wie die Texturen im geformten bzw. deformierten Zustand aussehen. Das Parallax Occlusion Mapping oder auch Parallaxenokklusionsabbildung ist eine Technik, die Materialien den Anschein von Tiefe oder Parallaxe verleihen. Es ist so konzipiert, dass es mit dem Pixel-Shader anstelle des Vertex-Shaders arbeitet. Das bedeutet, dass die GPU in der Lage ist, pro Pixel genaue Ergebnisse zu liefern. Parallaxen-Mapping bezieht sich auf die Verschiebung der Texturkoordinaten und Okklusion bezieht sich auf die Fähigkeit, das parallaxierte Ergebnis genau zu schattieren. Und was das grafisch bedeutet, das habe ich euch hier eingeblendet.
Diese Technik hilft dabei, einschätzen zu können, wie die Texturen auf Schiffen aussehen, bevor diese Grafikbausteine dann tatsächlich zur Anwendung kommen. Wenn man also an irgendwelche gruseligen Krabbeltiere denkt, irgendwelche Tiefseekreaturen, irgendwelche schleimigen Horror-Risikokram, dann ist das genau das, was CIG als Referenz anstrebt. Und damit fing alles an, mit Franks Design des Innendesigns des Vanduul Kingships, der damit sehr intensiv gearbeitet hat. Alles begann von dort ausgehend. Auf die Blade schauend, ein leichter Jäger der Vanduul-Flotte, sollte dieses Schiff schlank, wendig und wenig gepanzert wirken. Eingeblendet wird hier, dass die Vanduul-Schiffe überarbeitet wurden für Squadron 42 und diese neuen Versionen, die wir hier in dem Video vorgestellt bekommen, zu einem späteren Zeitpunkt ins PU re-released werden. Der hauptsächliche Unterschied der Squadron 42 Blade zu der aktuellen im PU verfügbaren Blade ist das Cockpit. Wie einige von uns wissen, sitzen die Vanduul in ihren Raumschiffen ungefähr wie wir auf Fahrrädern oder Motorrädern. Das hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf das gesamte Cockpit-Design, innen wie außen. Hier kommt das strahlenförmige Design ins Spiel. Wenn man so im Cockpit sitzt, schaut man maßgeblich nach vorne und nach unten. Das ist der Grund, weshalb der größte Teil der Schilde und Schiffsstruktur sich auf der Oberseite des Schiffes befindet. Und das ist der definierende Aspekt von allen Vanduul-Schiffen. Schwere, robuste Defensivstruktur an der Oberseite, verwundbar, weil nur leicht gepanzert an der Unterseite und ein Cockpit, das nicht im entferntesten menschlicher Technologie gleicht. Wenn es um die Waffen der Vanduul geht, dann entwickeln sie diese ebenso wie den Rest ihrer Technologie. Sie sammeln sie von Schlachtfeldern oder nehmen sie von anderen Rassen. Von da aus entwickeln sie die Technologie weiter und adaptieren sie. Eines der Probleme der alten Scythe war, dass die beiden Waffen Teil des Schiffs waren. Das wollte CIG in jedem Fall ändern, aber in jedem Fall sollte auch die ikonische asymmetrische Form erhalten bleiben. Allerdings wollte CIG erreichen, dass es ausbalancierter wirkte als bisher. Nicht zuletzt sollte es die Charakteristika eines mittleren Jägers erhalten, also etwas langsamer sein als die Blade, etwas besser gepanzert, aber immer noch wendiger und schneller als die schweren Jäger. Womit wir zur Glaive kommen. Die wird auch überarbeitet. CIG wollte die Gelegenheit nutzen, das Aussehen der Glaive einzigartiger zu gestalten, sodass es nicht mehr wirkt wie eine Scythe mit vollständigem Flügelsatz. Insgesamt sollte sie einfach besonders wirken. CIG mag die aggressive Silhouette, die der eines Raubvogels gleicht. Und dieses Aussehen wollten sie etwas mehr betonen, weil es nicht zuletzt dem generellen Designstil der Vanduul entspricht. Das war ein kleiner Einblick in die Arbeiten an den Vanduul-Schiffen für Squadron 42, die, wie gesagt, in einer nicht näher genannten Zukunft dann auch ihren Weg ins Star Citizen PU finden werden. Weiter geht's zum Sprint-Report dieser Episode. Als erstes gibt es einen Eindruck zu den Arbeiten an der Verbesserung der Kampf-KI. Was wir hier sehen, ist ein neuer Test für das Nachladen der Waffen durch die KI-NPCs. Wir Spieler haben keine unbegrenzte Munition. Warum sollten die NPCs also über unbegrenzte Munitionsvorräte verfügen? Die Idee dazu ist, dass die NPCs mit einer begrenzten Anzahl an Magazinen starten und dann irgendwann nachladen, wenn ein Magazin leergeschossen ist. In späteren Patches werden dann noch weitere, unterschiedliche Verhaltensweisen den KI-NPCs hinzugefügt. Jared ergänzt noch, dass wir die Unverwundbarkeit in diesem Demo-Clip ignorieren sollten, weil Jared einfach, das betonen die Entwickler immer wieder, einfach nicht gut sei. Wie auch immer, wenn ein NPC alle seine Magazine aufgebraucht hat, wird er beginnen, die Umgebung nach Magazin-Usables abzusuchen und so seine Vorräte wieder aufzufüllen. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber mit den vielen anderen Ergänzungen und Anpassungen sollte es die Immersion und den Spielspaß in Squadron 42 und Star Citizen deutlich erhöhen.
Die Origin 100-Serie ist geplant für ihren Release mit Alpha 3.11. Hier bekommen wir einen Einblick in den Stand der Arbeiten, die sich in der Greybox-Phase befindet, der Entwicklungsphase zwischen Whitebox und Final Art. In der Greybox-Phase wird die Basisgeometrie erstellt, die Strukturen gebildet und man erhält so den ersten wirklichen Eindruck für die Formensprache des späteren Schiffes oder Fahrzeugs. Sobald das alles fertiggestellt ist, geht das Schiff weiter in die Final Art Phase, wo die Texturen und Details hinzugefügt werden und zum ersten Mal die wahre Persönlichkeit des Schiffs durchscheint, wie Jared es hier formuliert. Natürlich befinden sich nicht nur neue Schiffe in der Entwicklung. Auch alte Haudegen wie die Gladius bilden die Testumgebung für neue Funktionen. In diesem Fall wird eine Aufhängung getestet für das Transportieren von Waffen und Gegenständen. Dies hinsichtlich benötigter Gameplay-Elemente von Squadron 42. Auch das Cockpit wird diesbezüglich ergänzt mit funktionierenden Kippschaltern und Lampen zur Unterstützung der immersiven Cockpit-Interaktion. Während das hier gezeigte Waffenrack bereits mit Alpha 3.10 ins Verse kommen wird, werden wir die neuen Cockpit-Features in 3.11 kennenlernen. In den vergangenen Inside Star Citizens wurden sie bereits erwähnt, und hier bekommen wir einen ersten Blick auf den Stand der Entwicklung der Raffineriedecks. Die befinden sich zurzeit in der Whitebox-Greybox-Phase. Die Raffineriedecks sollen innerhalb der Rest-Stops einen von den kommerziellen Bereichen deutlich separierten Raum bilden. Hier kommen die Spieler hin, um ihren eher industriellen Bedarf zu decken. Von der Veredelung der abgebauten Materialien über die Abholung bergbaubezogener Aufträge bis zum Kauf neuer Bergbauausrüstung. Eines der größeren Elemente dieser Stationsteile sind die Bereiche, wo wir glühende Hitze und gar Feuer sehen, die von den offenen Schmelzöfen erzeugt werden und wo glühende Schlacke in Fässer gegossen wird. Die Raffineriedecks sollen vollkommen industriell sein, von schlagenden Geräuschen großer Metallplatten bis hin zu den Rufen der Arbeiter, die überall erschallen. Im Sprint-Report der vergangenen Woche wurden uns die ersten Ergebnisse vorgestellt einer Untersuchung darüber, wie Feuer sich ausbreiten könnte. Hierzu wurden die Arbeiten fortgeführt. Und dies ist der aktuelle Stand. Nachdem das Team mit Voxeln begonnen hatte, wie vergangene Woche vorgestellt, legt es nun die Grundlagen für einen funktionsfähigen, auf einer Entität basierenden Prototyp, der Dinge wie die Temperatur, die Brennstoffmenge, die Feuer- und Rauchintensität pro Entität verfolgen und diese in systemische Ausbreitung einbeziehen kann. Was wir hier sehen, ist ein Feuervolumen, das am Entzündungspunkt beginnt und von dort aus mit Hilfe von Objekten quasi wächst. Dadurch, dass diese Objekte das Spawnen von Meshes ermöglichen, die sich dann um ein Objekt legen bzw. die darum gelegt werden und die dann ihrerseits Feuer- und Rauchpartikel spawnen. Der nächste Schritt des Teams besteht darin, die Ausbreitung von Voxeln auf Entitäten und umgekehrt berechnen lassen zu können. Und zuletzt gibt es einen weiteren Blick auf die frühen Arbeiten an einem Planeten des Systems Pyro, in diesem Fall Pyro 2. In dem ursprünglichen galaktischen Leitfaden, dem Galactic Guide für das Pyro-System, wurde Pyro 2 als Planet beschrieben, der einst bedeutende Mineralienvorkommen besaß und Opfer nicht eines Goldrauschs, sondern eines Metallrauschs wurde. In kürzester Zeit wurde Pyro 2 ausgebeutet und als leblose Hülle zurückgelassen. Ähnlich wie bei unserem Blick auf Pyro 1 im vergangenen Monat handelt es sich hierbei um frühe Arbeiten allein auf der Planetenoberfläche, sodass es bis zur finalen Veröffentlichung noch viele Veränderungen und Verbesserungen geben wird, bevor der Planet mitsamt der gesamten Familie aus Monden und Planeten ins Pyro-System implementiert werden wird. Aber es macht auch Spaß zu zeigen, was Planet Tech V4 schon in einem sehr frühen Entwicklungsstand eines Planeten in der Lage ist zu präsentieren. Und das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit. Wenn ihr euch bedanken möchtet, könnt ihr das gerne tun auf tippy.com/astrosam und dort veröffentliche ich auch mal etwas exklusiv für die Tippy-Community. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis demnächst. Tschüss.